Rennt der weg? Okay. Warum rennt der? Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen denn getan? Brezel. Karotte. Apfel. Oh, Verband nehme ich mit. Oh, was ist hier? Bildstock. Zack Kelly, Tony, Long, irgendwas. Verband und Groschen. Und ja, ich bin voll der Leichenflatterer, bla bla bla. Ihr mich auch. Lass deine Waffe hier und du kannst gehen. Ich habe wohl keine. Ja, komm schon, verpiss dich. Hä? Kann man mal einfach ran, warum er jetzt tot ist? Und was ist das? Das ist ein Ellbogen des Kämpfers. Okay. Wiegt 2. Sowas habe ich noch nie an. Aber warum ist jetzt der verreckt? Oder ist der lieber gestorben? Was haben wir hier? Hey, die können ja nicht plündern. Ja gut, die hat wahrscheinlich einfach nichts. Warum legen die Pferde alle? Warum killen die Pferde und legen sie übereinander? Sind die denn bescheuert oder so? Oh, wohnt hier der Köhler? Oh, das Haus. Ach ne, das ist auch wieder bloß so ein. Ja. Warte, da vorne ist das Haus von der anderen. Oder? Ne, auch wieder nicht. Scheiße. Verband kann ich mich noch verbinden, ne? Jetzt aber schon kleiner so eine Blumenfänger. Genau. Brot und Fackel. So, schauen wir mal, wo bin ich? Warte mal, ich bin hinten. Ich bin doch hinten an der Burg rum. Da muss ich hin. Da. Was ist denn das hier? Ah, fuck. Ich glaube, ich mach da einen Point hin. Da. Marker. Hä? So. Das Haus ist voll im Arsch. Ja, irgendwie gefallen mir aber die Dinger noch, ne? Das Slot. Das Schlot. Ist schon in die Richtung, ne? Ja. Da vorne ist es. Es interessiert mich jetzt, ob die da noch da ist, ob die noch lebt oder.
Das sieht man leider nicht, schade. Auf jeden Fall sind sie eingebrochen. Ob ich sie jemals wiedersehen werde, nachdem ich sie gerettet habe? Jetzt bin ich extra außen rumgelaufen und ist trotzdem nichts. So ein Scheißdreck. Na ja gut, mit dem Pferd wäre es freilich schneller gewesen, weil müsste ich jetzt mal absteigen oder aufsteigen oder absteigen oder aufsteigen oder absteigen oder aufsteigen. Entschuldigung. Ich habe mich gerade verfahren. Ach, das haben sie ganz gelassen, ne? So. Da entlang. Also die Burg haben es komplett abgefackelt, nachdem er abgehauen ist. Was? Boah! Kann ich wenigstens Schnellreise machen oder so? Da. Vollbild. Diesen Ort schnell reisen, annehmen. Schnell reisen ist jetzt nicht möglich. Na super. Jetzt bräuchte ich so Musik. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Die Böhmer kommen. Ja, schnauf doch nicht so. So wird halt echt außen rumlaufen, so eine Scheiße. Ja, es ist meine Schuld. Verurteilt mich halt, nur weil ich grün bin. Nein, nur weil ich rot bin. So rum. Wie komme ich jetzt auf grün? Verdammt. Es ist zu spät. Wo haben wir eigentlich? 0.23 Uhr. Da komme ich auch nicht rein, oder was? Fuck. Fuck, wieder der falsche Knopf. Und. Hä? Ich muss ins Dorf. Aber ich komme dann ins Dorf. Außer vielleicht über das da. Oder über das da. Boah, scheiße, muss ich jetzt da ganz außen rumlaufen? Okay, das mit dem Gebüsch ist scheiße. Oh fuck, da vorne ist wieder so ein Typ. Mein Schwert ist voll rot.
Dich umbringen. Komm, gleich ohne Kompromisse. Meine Gebete wurden erhört. Stirb, Junge. Do you have keine Chance? Ringelblumenaufguss, Verband nehmen wir mit. Und schon wieder zu viel. Warte mal, was können wir da weglegen? Ach komm, das Sachs hauen wir weg, oder? Was ist das? Jagdschwert. Rüstung. Nackenschutz haben wir an, Leim nehmen wir mal an. Nope. Fuck, Alter, komm, ich schmeiß jetzt die Waffe weg. Verschieben. Da geht's rein. Oh, fuck. Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Ja, und schauen wir schnell, was er dabei hat. Schärpe. Jetzt bin ich dann auch wieder zu schwer. Oder doch nicht? Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Bist nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Der Deutsche. Deutsche Macht. Hat aber nichts genützt. Oh, da ist eine Schankdirne. Nein, nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Biancas Ring. Meiner. Ich nehme das als Andenken an dich mit, meine Liebste. Ja, wahrscheinlich verkaufe ich es irgendwo. Wer bist du? Du bist mir egal. Oh, da ist der Matthäus, oder? Nee, doch nicht. Ja, bevor ich zu denen gehe, schauen wir mal schnell in die Schenke rein, weil die anderen Deppen waren noch immer nur in der Schenke. Halt, die Schenke ist da drüben. Ich wäre schon wieder fast falsch gelaufen. Ja, die haben es komplett leer geräumt, seid ihr bescheuert? Naja, plündern und so, ne? Oh, jetzt geht's los. Ich weiß nicht, warum es so leise ist. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Zuerst.
Ich kann die plündern? Scheiße, das ist doch. Das ist einfach falsch. Ja, wenigstens die Kohle kann ich nur mitnehmen. Ich schaffe eine Schaufel. Aber wo sind eigentlich die Freunde? Egal. Dubidubidubaba. Ich brauche eine Schaufel. Ich brauche eine Schaufel. Gibt's hier irgendwo eine Schaufel? Ich hab doch hier bestimmt irgendwo eine Schaufel. Komisch, hier ist nur alles ganz. Lauf, 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 lauf. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Ja, aber ich habe immer noch keine Schaufel, Mann. Mensch, Junge, denk doch mal nach. Schaufel? Nein, nur Holz. Schaufel? Ja, eine Schaufel. Wie sie halt alles mitgehen haben lassen, die Säcke, ey. Was für Schweine. Oh, warte, der Händler hat vielleicht was. Hä, ich höre doch da wen. Da lebt doch nur wer. Oh, der hat eine Schaufel. Und da ist der Matthäus. Ah, da. Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleisches? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Das hat mit diesem aggressiven Gewicht zu tun. Okay. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Würdest du mir die Schaufel bringen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Vater schmiedete es für Herrn Ratzig. Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann heb das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Vater wollte hier begraben werden und ich kann sie nicht nach St. Jakob bringen. Vielleicht finde ich später einen Pfarrer, der den Boden segnet.
Ach, da unten steht ja was, was gegen was ist, ne? Ich hab dich beim Leichenfleddern gestört. Bist du deswegen so gereizt? Du Bastard! Hast du denn keinen Funken Ehre? Und wenn schon. Der Fleischer braucht sein Geld ja wohl nicht mehr. Und wenn ich drüber nachdenke, dein Schwert würde mir auch gut passen. Oh, ja, darauf habe ich gewartet. Oder willst du wie der Fleischer enden? Du berührst dieses Schwert nur, wenn ich es dir in die Eingeweide treibe. Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird das nicht mehr benötigen. Nee, dann lassen wir es so. Oh Mann. So eine Scheiße, jetzt ist der tot. Achso, jetzt kann ich dafür nicht mehr rennen, ne? Weil ich das Zeug dabei habe. Zack. 3,1, 3,7, 2,9. Ich glaube, ich habe einfach. Das wiegt 5. Boah, die Schaufel wiegt 4. Ich habe 4 Äpfel dabei, wiegt 0,3. Brot habe ich dabei. Getrocknete Pilze. Abschmeißen wir das weg. Zack. Und Käse schmeißen wir weg. Und den Käse schmeißen wir weg. Was ist das? Met. Met. Hau mal auch weg. Ist wahrscheinlich das Rüstungszeug, was ich gleich dabei habe, ne? Ah ja, leichte Polsterrüstung 13. Leinenhemd. Oder Kapuzenschal. Schlappen. Hä? Oh fuck. Den muss ich wieder ausrüsten. Okay, dann hau ich das noch weg. So, jetzt kann ich wieder rennen. Wie halt überall die Leichen rumliegen. Warte, warte, hier war es irgendwo, ne? Da? Beginne zu graben. 10, dann beerdigen wir sie mal. Ach, der arme Hund.
Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja, siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was bin? Na, wer sollen wir schon sein? Oh, Scheiße. Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass ihr es noch brauchen könnt. Na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Oh oh. Nein, nicht wegstecken! Ich schlachte dich an. Was zur... Das erste Blut mit dieser Schönheit. Mein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein könnte. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Mein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mann. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Theresa! Hört auf mit den Spielchen! Ja, schnappt sie euch! Ich will, dass der grüne Bastard verreckt! Ich war doch noch am Leben.
Da sind wir gerettet worden. Das Lustige ist, in dem Trailer habe ich gesehen, da wird mir abgestochen. Wahrscheinlich, wenn wir... Boah, was zur Hölle ist jetzt los? Hä? Oh. Weil ich in einem Trailer gesehen habe, dass man auch, da ist abgestochen worden. Hä? Da drüben. Ach nee, Gott, ich habe ja da oben sogar einen Zielmarker. Das entdeckt Schnellreiseort. Ach so, weil ich jetzt aufwache in dem Dorf, in der Burg. Burg. Brauchst du Hilfe? Was ist jetzt schon wieder für Schnellreiseort entdeckt worden? Es ist helllichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Okay. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge, ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren später. Okay, das ist mal eine geile Überschrift. Du bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Auf der Suche nach mir? Ja,
Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Und noch später. Fortsetzung folgt. Haha. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Boah. Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Alter, warte, mein ganzer Scheiß ist jetzt wahrscheinlich weg, oder? Ja, wenn du willst, doch deine Truhe findest du hier, bla bla bla. Okay, aber hier beende ich jetzt erstmal die Folge. War ja noch ganz lustig und ich werde diesen grünen Bastard umbringen. Ich würde am liebsten nochmal laden und ausprobieren, ob ich den dann einfach töten kann. Oh, kotzt mich das an. Hol das Schwert deines Vaters zurück. Finde raus, wer den Überfall auf die Skalitz angeführt hat. Okay, aber trotzdem, ich war ja gerade dabei, mich zu verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut und Servus!